Der halbe Monat ist um. Und zwar der erste. Also, wir können mal gucken, was hat das gegeben für die Indizes, für den Nasdaq noch nicht so wirklich viel. Der pendelt nämlich mehr oder weniger um seinen Schlusskurs bzw. Startkurs. Also, so richtig viel ist das nicht gewesen. Durchaus mit bisschen Bewegung zwischendrin. Das fand ich eigentlich ganz gut verheißungsvoll. Aber das, was wir hier bekommen, ist noch maximal lustlos bzw. korrektiv in allerlei Richtungen, mehr oder weniger zumindest mal. Wobei der Nasdaq würde ich sogar noch am ehesten die Abwärtsrichtung vorziehen, wenn ich mir das hier angucke, vergleiche mit dieser Bewegung. Das sieht doch hier schon fast nach einer Fortsetzung aus und hier im Kleinen nochmal eine ABC. Also eine Vorahnung gibt der Markt. Allerdings vorsichtig, der müsste das auch triggern, um den nächsten Schub hier nach unten loszutreten. Aber ganz von der Hand zu weisen ist das nicht, denn die richtige Lust, das sehen wir hier schon im Eindrehen sozusagen des Marktes, dass der Schwung einfach so nicht so richtig aufkommen will. Das ist beim S&P 500 nicht anders. Alle Werte, die ihr hier seht, sind die Indizes als Future. Nicht wundern also, aber wir sehen schon, so Begeisterung sieht noch ein bisschen anders aus. Witzigerweise allerdings, beim Dow Jones ist es letzte, was einen starken Eindruck gemacht hat, die Aufwärtsseite. Da war das ja hier sogar noch mit einer ABC runter, hier wackelig, hier hoch. Wir kennen alle dieses Verhaltensmuster, nochmal einen Schub nach unten. Das wäre insgesamt eine Seitwärtskorrektur. Also wackelig runter, wackelig hoch, nochmal hier ein Schwung nach unten. Wenn ihr sagt, ja, sowas gibt es doch gar nicht, das ist das Gleiche, was wir hier haben, nämlich wackelig runter, wackelig hoch und danach nochmal mit Schwung nach unten. Ihr seht, das im Kleinen hier im Stundenchart entspricht dem von 2018 bis zum Corona-Tief. So zumindest mal von der Idee. Danach haben wir also die besten Chancen, dass es wieder nach oben geht. Für aktuell, ich habe jetzt hier den Minutenchart, weil man da ein bisschen was wenigstens versuchen kann zu erkennen. Vielleicht haben wir da am Nachmittag nochmal eine spannende Situation. Wenn wir jetzt diesen Schub nach oben abgelöst bekommen durch eine Korrektur, dann haben wir schon ein schönes Nachmittagsprogramm, nämlich dass es sich ein bisschen fortsetzt. Ja, wie jetzt? Da sagt er erstmal hier nochmal runter, hier jetzt hoch. Oder sind wir schon etwa am Ende? Nein, nicht notwendigerweise. Das, was wir hier sehen, ist ja nur das ganz kleine Bild auf Minutenbasis. Wir reden hier also von etwas, das ungefähr in dieser Dimension jetzt hier so halbwegs unterwegs ist. Das ist sicherlich noch nicht wegweisend, so ein Anzeichen für, es geht jetzt zwangsweise richtig los. Ihr seht aber ein bisschen uneinheitlich der Markt, aber so ist es halt nun mal aktuell. Euch ist es vielleicht selber aufgefallen, wenn ihr selber im Markt unterwegs wart, dass es nicht so einfach ist, dass der Markt doch relativ wackelig, sehr uneinheitlich da unterwegs ist und auch so zwischen den Hauptindizes S&P, Dow Jones und dem Nasdaq nicht wirklich ein einheitliches Bild da liefert. Also da ist noch ein bisschen Hausaufgabe zu machen. Also schauen wir uns das mal an, ob der Markt hier die Abwärtsseite nochmal bringt. Für Silber gab es das schon. Wir haben häufig drüber gesprochen. Wir hatten sogar schon einen Versuch hier mal gemacht. Der ist allerdings schiefgelaufen. Insofern, dass der Markt nachher dann nochmal gedreht hat und quasi in den von uns genannten Stop gelaufen ist. Gut, das passiert, aber die Chance-Risiko-Relation war riesig. Die hat sich auch kaum jetzt verändert. Also nach wie vor wäre diese Idee, dass die erste Bewegung, die wir jetzt hier so steil nach unten hatten, sich nochmal nach unten fortsetzt hier. Also wir sehen das erste, das hier bis darunter, das ist ein Klassiker. Immer dann, wenn wir etwas sehr mit einem starken Schub haben, dann ist es sehr realistisch, dass da noch einer kommt. Es sei denn, es ist etwas, was so aussieht wie das, was ich hier gerade gemalt habe, eben diese Seitwärtskorrektur. Allerdings ist die Vorgeschichte hier eine andere, als wir sie bei Silber hatten. Denn beim Silberkurs kamen wir hier aus der Tiefe des Kurses hier und nicht von der Seite. Also insofern ist das Bild hier ein bisschen anders und suggeriert immer noch Ziele, immerhin so 22, 30, hier kann auch 50 sein, ein bisschen höher. Das ist jetzt damit nicht gesagt, aber ungefähr in diese Richtung. Und der Abstieg, den wir bisher gesehen haben hier, der deutet an, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Wer das jetzt verpasst hat, ich meine, es ist unsere Idee, die wir ja immer wieder proklamieren hier und über die wir immer wieder reden. Wer das verpasst hat, kann natürlich darauf hoffen, dass es jetzt dann irgendwann eine kleine Zwischenkorrektur eben gibt, so ähnlich wie das, was wir hier haben. Nicht immer ist die schön und verwertbar, aber wenn man sie schön unterscheiden kann von der Abwärtsrichtung, dann hat man die besten Chancen, hier dann die Shortseite dann gegebenenfalls nochmal zu nutzen. Also das als kleine Anregung dazu. Dementsprechend mein Hinweis, wer Zeit und Lust hat, guckt da natürlich selber auf den Markt. Wer noch mehr Lust hat, das nicht alleine zu tun, der ist natürlich herzlich eingeladen, sich bei Born for Trading anzumelden. Link hier unter dem Video.
dann gibt es immer wieder mal Updates mit ganz klaren Trading-Ideen oder mit, guck mal dahin, Hinweisen sozusagen auf das Smartphone. Und wer ganz konkret auch mal das ein oder andere Einstiegssignal mit exakten Ein- und Ausstiegslevels dann eben haben möchte, der sollte sich für den Trade des Tages anmelden, wann immer wir da etwas sehr Sinnvolles und auch noch zeitlich Umsetzbares finden, geben wir das da an. Es ist kostenfrei, einfach anmelden, dann werdet ihr informiert. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, falls wir uns heute nicht mehr hören sollten, euch ein wunderschönes Wochenende, nächste Woche geht es weiter, aber vielleicht sehen wir uns ja gleich auch nochmal in den Märkten.